Mit Pauken und Fanfaren lud die Stadt am Sonntag früh zum Neujahrsempfang ihrer Bürger. Und die waren hundertfach gekommen. Das Pforzheimer Kongresszentrum war gut gefüllt. Drinnen spielte die Big Band des Hebel-Gymnasiums, bevor Oberbürgermeister Gerd Hager das Jahr Revue passieren ließ. Der OB rückte Werte wie Transparenz, Ehrlichkeit und Vertrauen in den Mittelpunkt seiner Rede, nahm in Sachen Derivat-Debakel, Finanzkrise und Nordstadtschule kein Blatt vor den Mund und forderte zugleich eine neue Ehrlichkeit von der Politik. Eine klare Breitseite in Richtung Bundespräsident, der zu Beginn des Jahres genau diese Werte doch sehr vermissen lässt. Gerd Hager, so hat man den Eindruck bei seinem mittlerweile dritten Neujahrsempfang, hat an Profil gewonnen und der Stadt zusammen mit seiner Verwaltung einen neuen Schub an Ideen und Innovationen gebracht. Im Anschluss an seine Rede würdigte der Oberbürgermeister vier Pforzheimer mit der Ehrenmedaille der Stadt für ihr Engagement. Geehrt wurden das Ehepaar Lioba und Wolfgang Jammertal, die sich schon viele Jahre um die Stadtgemeinschaft verdient gemacht haben und in ihrem amtlichen Engagement auch ganz praktische Seiten abgewinnen können. Ich finde, einer der größten Vorteile, man lernt so viele Leute kennen. Man trifft welche bei den ehrenamtlichen Arbeiten, die hat man schon Jahre nicht mehr gesehen, gerade wenn man immer sowas gemacht hat. Und es ist einfach schön, wenn man dann sich um den Hals fällt und sagt, toll, dass es dich auch noch gibt. Die Überreichung der Bürgermedaille, ich denke, ich spreche im Namen meiner Frau. Es ist eine Anerkennung für die Freizeit, die man doch oftmals opfert, aber gern opfert. Um die Integration behinderter Menschen in der Gesellschaft und die Förderung ihrer Lebensqualität hat sich Günther Stieß seit vielen Jahren verdient gemacht. Er gründete in den 60er Jahren einen Sportclub für Behinderte und trat immer hartnäckig für den Bau behindertengerechter Sportstätten ein. Er selbst hatte vor der Überreichung der Bürgermedaille doch noch ein wenig Zweifel. Ich war da ein bisschen skeptisch, ob ich sie überhaupt verdient habe. Aber nachdem ich jetzt da die Worte gehört habe, stimmt ja alles, was er gesagt hat. Reinhard Kölmel erhielt die Bürgermedaille, weil er sich um das Amateurschauspiel und das Kulturleben in der Stadt verdient gemacht hat. Er ist Mitbegründer des Pforzheimer Kulturrats und Vorsitzender des Kulturhaus Osterfeld e.V. und setzt sich in verschiedenen Funktionen für die Kulturförderung in Stadt und Region ein. Er selbst ist ein glühender Verfechter des Ehrenamtes. Ich denke, dass es wichtig ist, in unserer Gesellschaft Geselligkeit zu pflegen, Gemeinschaft zu erleben, was Gemeinschaftliches zu tun, was zu erleben, was zu verwirklichen. Das erfüllt einem dann auch mit großer Zufriedenheit und mit großer Freude. Alle vier Preisträger stehen stellvertretend für das ehrenamtliche Engagement in der Stadt. Einem Engagement, das auch in Zukunft unverzichtbar ist und immer wichtig sein wird.